Ja, danke Andreas für deine netten Worte und für die gute Einleitung. Ich freue mich, mal wieder nach langer Zeit hier in Altensteig in meiner Heimatgemeinde zu sein. Ich genieße das immer sehr. Und heute Morgen möchte ich mit einer Frage starten, die ich in den Raum stellen möchte. Welches Bild hast du von Weihnachten? Was für Bilder, was für Gedanken, was für Vorstellungen werden in dir wach, wenn du diesen Begriff Weihnachten hörst? Ich habe festgestellt, dass auch viele Christen ja oft ein sehr einseitiges Bild von Weihnachten haben. Viele kommen da bei diesem Stichwort dann ganz verklärte, kitschige Bilder in den Sinn. Vom kleinen Jesulein in der Krippe mit hübschen Locken und blauen Augen und Heiligenschein. Ein nächtlich romantisch beleuchteter Stall und oben drüber ein paar Engelein, pausbäckig, etwas rundlich, die Halleluja singen. Die weisen Könige, die zur Krippe gepilgert sind und die nun ganz selig, fromm und andächtig vor dem Jesuskind niedergekniet sind. Ah ja, und die Hirten nicht zu vergessen, die da im Hintergrund noch ein wenig mit ihren watteweichen Schäfchen kuscheln. Das ist das Bild von Weihnachten, was sich in unserer Gesellschaft natürlich auch unglaublich gut verkaufen lässt. Friede, Harmonie, Liebe, aber im Grunde einfach nur nett und harmlos. Ohne tatsächliche Relevanz für unser Leben heute. Das ist das Bild, was sich viele Menschen und leider auch viele Christen von Weihnachten gemacht haben. Und diesem einseitigen, diesem lahmen Bild von Weihnachten möchte ich heute Morgen ein neues, ein anderes Bild von Weihnachten gegenüberstellen. Ein Bild, das uns die Frau vor Augen stellt, die unmittelbar in dieses Weihnachtsgeschehen involviert ist, nämlich Maria, die Mutter Jesu. Als sie von ihrer Verwandten Elisabeth auf dieses Kind in ihrem Leib angesprochen wird, sozusagen auf das Zentrum von Weihnachten angesprochen wird, da antwortet sie der Elisabeth mit einem Lob- und Dankgebet. Und in diesem Lobgebet bringt sie ihre Gedanken zu dem nun bald bevorstehenden ersten Weihnachtsfest zum Ausdruck. Das Bild, das sie von Weihnachten hat, sozusagen als jemand, der unmittelbar beteiligt ist, als Zeugin. Und dieses Bild von Weihnachten, was Maria uns zeichnet, möchte ich heute Morgen so ganz bewusst diesem Bild gegenüberstellen, was sich viele von uns heute von Weihnachten gemacht haben. Wir finden dieses Lobgebet der Maria in Lukas 1, 46 bis 55. Und dort heißt es: Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und gedenkt an seine Barmherzigkeit, wie er es unseren Vätern versprochen hat, Abraham und sein Nachkommen in Ewigkeit. Maria setzt hier ganz andere Akzente und Schwerpunkte, wenn sie über Weihnachten nachdenkt.
Schwerpunkte, die wir vielleicht ganz anders setzen würden. Wenn sie an das bevorstehende Weihnachtsereignis denkt, verbindet sie zunächst einmal damit eine große Freude. Wie später auch die Engel zu den Hirten sagen, siehe, ich verkündige euch große Freude. Na gut, Freude ist jetzt ein Begriff, den wir auch noch problemlos mit Weihnachten in Zusammenhang bringen würden. Doch von was für einer Freude reden wir hier eigentlich? Denn Maria spricht hier nicht über irgendeine Freude, von der Freude über Geschenke, gutes Essen, Urlaub, eine schöne Zeit miteinander, so sehr das alles an Weihnachten auch seinen Platz haben soll. Aber die Freude, um die es Maria hier geht, ist die Freude über Gott. Mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Weihnachten heißt, Gott hat uns einen ewigen Grund gegeben, sich über ihn zu freuen. Aber diesen Grund kennen die meisten heute leider nicht mehr. Deshalb freuen sie sich an Weihnachten dann über alles Mögliche, doch dieser tiefste und größte Grund zur Freude an Weihnachten, der fehlt ihnen. Den kennen sie nicht. Und dieser tiefste und größte Grund zur Freude an Weihnachten ist, Gott will in dein Leben hineinkommen. Nicht mehr du musst versuchen, dich für Gott zu verändern, sondern Gott hat sich für dich verändert, indem er selbst Mensch wurde und seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt hat. Nun fragst du dich vielleicht, warum soll ich mich denn so sehr darüber freuen, dass Gott in mein Leben kommen will? Was bringt mir das? Es ist die Art und Weise, wie Gott in unser Leben hereinkommen will, die ganz und gar bemerkenswert ist, die uns den eigentlichen Grund zur Freude gibt. Gott will als Retter in dein Leben hereinkommen. Nicht als Richter, sondern tatsächlich als Retter. Und Marias Freude über Gott hat etwas damit zu tun, dass dieser Gott, der ihr lange Zeit so weit weg schien, dass dieser Gott auf einmal als persönlicher Retter in ihr Leben hineingekommen ist. Sie betet ja selbst, mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Und wovor oder wovon will Gott die Menschen retten? Jetzt zur Weihnachtszeit laufen im Fernsehen ja wieder die ganzen Weihnachtsfilme an. Und ein Klassiker unter diesen Weihnachtsfilmen ist sicherlich auch die Geschichte vom kleinen Lord. Eine meiner persönlichen Lieblingsfilme zur Weihnachtszeit. Für die, die den Film nicht kennen, in dem Film geht es um einen reichen, aber sehr starrsinnigen, verbitterten alten Lord. Ein durch und durch unsympathischer Griesgram. Seinen inzwischen verstorbenen Sohn hat er verstoßen, weil er eine nicht standesgemäße Ehe eingegangen ist. Und nun auf seine alten Tage will er seinen Enkel auf sein Schloss holen, weil er ihn zu seinem Nachfolger und Erben heranerziehen möchte. Also holt er den kleinen Jungen, der bislang in ärmlichen Verhältnissen gelebt hat, zu sich auf das Schloss. Ein kleiner, fröhlicher, herzensguter Junge tritt in das Leben eines kaltherzigen, alten Griesgrams. Doch dieser Junge schenkt diesem Mann von Anfang an seine Liebe und Zuneigung. Egal wie griesgrämig sich der Alte verhält, der Junge denkt in seiner kindlich naiven Art immer nur das Beste von ihm. Und schließlich durchbricht die liebevolle und zärtliche Art des Kindes sein erstarrtes und kaltes Herz. Und er erlebt eine völlige Verwandlung
von Grund auf. Aus dem alten Griesgram wird nun plötzlich ein leidenschaftlich liebender Opa, der sich herzlich freuen kann, der nun auf einmal einen Blick für seine Mitmenschen bekommt. Und das alles nur deshalb, weil ein kleines Kind in sein Leben hineingetreten ist und ihn so lange all seinem Tun zum Trotz geliebt hat, bis diese Liebe endlich sein Herz erreicht hat, sein Herz durchdrungen hat, sodass sich unter dieser Liebe sein ganzes Leben fast wie von selbst verändert hat. Liebe Gemeinde, das konnte nur die Liebe eines Kindes bewirken. Und genau deshalb hat Gott an Weihnachten den Menschen auch solch ein Kind geschenkt. Ein Kind, das dich in gleicher Weise, ja in noch viel größerer Weise liebt. Jetzt denkst du vielleicht, also so ein schlimmer Griesgram wie der alte Lord bin ich nun wirklich nicht. Mag sein. Aber eines teilen wir doch alle mit ihm. Dieses völlige Fixiertsein auf uns selbst. Diese tiefe innere Verschlossenheit unserer Herzen vor Gott und unserem Nächsten. Und deshalb braucht es an genau dieser Stelle auch in deinem Leben ein Kind als Retter. Ein Kind, das es durch seine göttliche Liebe zu dir schafft, dein und mein verschlossenes Herz für Gott zu öffnen. Das ist die Rettung, die Gott den Menschen an Weihnachten anbietet, die Liebe eines kleinen Kindes. Ein Kind, das dich dort, wo du kaputt bist, wo du arm bist, wo du leer bist, das dich genau dort wieder gesund liebt, dich heil liebt. Ein Kind, das dich so sehr liebt, dass unter dieser Liebe unser Leben komplett neu wird. Und genau zu diesem Kind ist Jesus Christus an Weihnachten für dich geworden. Er ist zwar kein Kind geblieben, aber seine Liebe hat nie etwas von dieser zarten, hingebungsvollen Art eines Kindes verloren. Und wenn Maria hier nun von Gott, meinem Retter, spricht, dann hat sie genau diese rettende Liebe Gottes vor Augen. Und wer das versteht, der versteht nun auch, dass Maria, wenn sie dieses Kind vor Augen hat, nicht still bleiben kann. Der versteht, warum sie so eine große Freude in diesem Lied zum Ausdruck bringt. Wenn schon ein ganz normales, einfaches Kind unsere Herzen durch seine Liebe zum Schmelzen zu bringen vermag. Wie stark muss dann erst diese Liebe von dem göttlichen Kind sein, von diesem Kind gewordenen Herrn Jesus Christus. Diese Liebe liebt dich direkt in das ewige Leben hinein. Gottes Liebe ist aber kein abstraktes Etwas, sondern ein ganz konkreter Jemand. Denn in dem Kind Jesus Christus ist die Liebe Gottes Person geworden mitten auf unserer Erde. Durch die Person Jesus Christus wirkt die Liebe Gottes in uns Menschen. Und wer das einmal erlebt hat, von Herzensgrund auf erlebt hat, der muss dann einfach auch wie Maria beten: Gott hat große Dinge an mir getan. Genau wie Maria bist auch du dazu berufen, Gottes Liebe an dir wirken zu lassen. Und dort, wo das ausgeschlagen wird, wo Gottes Liebe keine großen Dinge in dir bewirken darf, dort wird auch das Weihnachtsfest ziemlich sinnlos für dich werden. Martin Luther drückt das in seinen Ausführungen über dieses Lobgebet noch viel drastischer aus als ich. Wenn wir uns dieses Wirken Gottes nicht gefallen lassen,
so wird auch kein Gottesdienst da sein, keine Gnade, keine Barmherzigkeit, kein Gott, wenngleich wir uns in unseren Gemeinden zu Tode sengen und alles Geld der Welt zusammen hineingeben würden. Die Liebe Gottes in der Person Jesus Christus ist Anlass zu großer Freude, aber sie ist auch eine sehr dringende Anfrage an dein Leben. Wie willst du auf diese Liebe Gottes reagieren? Denn Gottes Liebe fordert den Menschen immer zu einer Antwort heraus. Eben weil Gottes Liebe nicht einfach nur ein nettes, harmloses Angebot ist, passend zu unseren netten, harmlosen Vorstellungen von Weihnachten. Sondern Maria betet hier zu dem Gott, dessen Name heilig ist. Seine rettende Liebe ist zugleich eine heilige Liebe. Wenn während deiner Arbeit ein Kollege zu dir kommt und dir seine Hilfe bei etwas anbietet, dann kannst du das ausschlagen oder annehmen. Ob es klug ist, seine Hilfe auszuschlagen, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt, aber du könntest dich dafür entscheiden, diese Hilfe abzulehnen und einfach alleine weiterzumachen. Wenn nun aber, nehmen wir mal an, dein Firmenchef höchstpersönlich zu dir kommen würde und dir helfen möchte, dieses Angebot wirst du vermutlich nicht so leicht ausschlagen können. Das Angebot mag inhaltlich genau dasselbe sein, wie von deinem Arbeitskollegen. Ausschlaggebend ist jedoch aber, wer dir dieses Angebot macht, welche Person hinter diesem Angebot steht. Dass plötzlich dein Chef höchstpersönlich dahinter steht, macht aus dem Angebot mehr als einfach nur ein freundliches, nettes Hilfsangebot, das man annehmen oder ablehnen kann, je nach Belieben. Wenn dein oberster Firmenchef extra zu dir kommt und dir helfen will, klar, dann erwartet er auch, dass du das annimmst. Es wäre geradezu eine Beleidigung, wenn du dann zu ihm sagst, Chef, danke für Ihr nettes Angebot, aber ich mache dann doch lieber alleine weiter. Ich brauche Sie nicht, Sie können wieder gehen. Das Kind in der Krippe ist nicht einfach nur ein nettes, harmloses Liebesangebot. Denn Gott selbst steht ja hinter diesem Angebot. Und deshalb sieht Maria in diesem kleinen, unscheinbaren Kind, das sie in sich trägt, das auf den ersten Blick auch wirklich nur so aussieht wie ein kleines, unscheinbares Kind. Doch Maria sieht, wie mit der Empfängnis dieses Kindes sich auch ein Gericht über diese Welt vollzieht. Ungefähr ein Drittel ihres Lobgebetes handelt vom Gerichtswirken Gottes. Und das ist nun ein Punkt, den die meisten von uns heute ganz und gar nicht mit Weihnachten in Verbindung bringen würden. Gericht? Weihnachten, Gericht? Oder ich meine, wer würde, wenn ich ihn bitten würde, ein Weihnachtsgedicht zu schreiben, circa ein Drittel dieses Gedichtes mit Gerichtsworten füllen? Simeon bestätigt Maria später bei der Darstellung Jesu im Tempel. Siehe, dieses Kind ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel, zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Was aber hat dieses scheinbar so harmlose Kind in der Krippe bitteschön mit Gericht zu tun? Ich glaube, dazu müssen wir die Krippe besser verstehen lernen. Fragen wir uns, was passiert denn da, wo Maria die Mutter des Herrn wird? Wo Gott in die Niedrigkeit der Krippe in die Welt kommt? Weltgericht und Welterlösung. Das ist es, was hier geschieht. Und das Christuskind in der Krippe selbst ist es, der Weltgericht und Welterlösung in seinen Händen hält. Er stößt die Gewaltigen und Großen zurück. Er stürzt die Throne der Machthaber. Er demütigt die Hoffärtigen. Sein Arm übt Gewalt über alles Hohe und Starke. Und er erhebt, was niedrig ist,
und macht es groß und herrlich in seiner Barmherzigkeit. Und darum können wir an seine Krippe nicht herantreten wie an die Wiege irgendeines anderen Kindes, sondern wer an seine Krippe gehen will, mit dem geht etwas vor. Der kann nur gerichtet oder erlöst wieder von ihr fortgehen. Der muss an seiner Krippe entweder zusammenbrechen oder er erkennt die Barmherzigkeit Gottes, die ihm genau hier an dieser Krippe begegnen möchte. Dort, wo an der Krippe beides zusammenkommt, Weltgericht und Welterlösung. Weltgericht, weil das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen die Finsternis mehr geliebt haben als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Weltgericht, weil er in die Welt gekommen ist und die Welt durch ihn geworden ist, doch die Welt ihn nicht erkannt hat. Weltgericht, weil er in sein Eigentum kam, doch die Seinen haben ihn nicht aufgenommen. Doch die wirklich bahnbrechende frohe Botschaft, die nun von der Krippe ausgeht, lautet: Auch wenn wir bislang achtlos an Gott vorbeigegangen sind, er ist nicht achtlos an uns vorbeigegangen. Deshalb Welterlösung. Welterlösung, weil er allen, die nicht an ihm vorübergehen, Vollmacht gibt, Kinder Gottes zu sein. Welterlösung, weil das Licht mitten in der Finsternis scheint und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Und Welterlösung, weil Gott dieses Kind in der Krippe nicht zum Gericht in die Welt gesandt hat, sondern damit niemand mehr gerichtet wird, der fortan an ihn glaubt. Von der Krippe geht der Ruf aus, Gottes Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über denen, die ihn fürchten. Das ist die Welterlösung. Aber die Krippe heißt auch, ich dränge mich euch nicht auf. Ich zwinge euch nicht, mich wahrzunehmen. Es ist möglich, an mir, dem Kind in der Krippe, vorbeizugehen. Und genau das ist das Weltgericht. Und wie nah liegt hier beides zusammen? Weltgericht und Welterlösung. Eben noch kann Maria voller Staunen und Dankbarkeit die Barmherzigkeit Gottes rühmen, die sich der Menschheit durch dieses Kind ein für alle Mal offenbart hat. Und schon im nächsten Satz kommt sie auf das Gericht Gottes zu sprechen. Nicht etwa, weil das Kind in der Krippe der Grund für dieses Gericht ist, sondern weil es der Ausweg aus diesem Gericht ist. Maria begreift zutiefst, dieses Kind in ihrem Leib ist der Inbegriff der Barmherzigkeit Gottes für die Menschen. Alle Barmherzigkeit Gottes ist fortan in diesem Kind in der Krippe konzentriert. Und Weihnachten will uns die Gelegenheit geben, das zu erkennen, darüber neu nachzudenken, das neu auf uns wirken zu lassen. Und wer das wirklich erkannt hat, der kann, glaube ich, gar nicht einfach so an diesem Kind in der Krippe vorübergehen, sondern der wird innehalten und vor dieser Krippe stehen bleiben. Doch wie ich bereits sagte, wir können an diese Krippe nicht herantreten, wie an die Wiege irgendeines anderen Kindes. Nicht, wenn wir erkannt haben, wer es eigentlich ist, der uns dort in dieser Krippe begegnet. Entscheidend wird sein, dass wir mit der richtigen Herzenseinstellung an seine Krippe herantreten. Und wie das aussehen kann, dafür habe ich vor einiger Zeit eine Geschichte gelesen, die mir in dieser Sache Vorbild ist. Also nicht nur so eine Geschichte, sondern das soll sich wirklich so zugetragen haben. Und diese Geschichte möchte ich euch kurz vorlesen. Mitten in die Probe für das neue Weihnachtsspiel zur Einweihung des neuen Gemeindezentrums platzten zwei blasse, magere Kinder. Sie kletterten schnurstracks auf die Bühne und riefen: Da sind wir nun. Der Bürgermeister, der die Regie führte, antwortete völlig überrumpelt: Das sehe ich.
Erst als die Kinder ihre Kopfbedeckung ablegten und erzählten, wie der Bürgermeister ihnen beim Besuch auf der Krebsstation versprochen hatte, sie dürften im Dezember beim Krippenspiel die Könige sein. Da erinnerte sich der Bürgermeister wieder. Es war ihm peinlich, die Rollen waren besetzt. Er wollte sie vertrösten. Ja, nächstes Jahr dürft ihr die Könige sein. Ehrenwort. Ob wir nächstes Jahr noch... Die Kinder beendeten den Satz nicht. Sie wurden von Stefanie unterbrochen. Wenn sie es den beiden versprochen haben, müssen sie es auch halten, sonst werde ich samt dem Jesuskind nicht mehr mitspielen. Auch die anderen Kinder waren der gleichen Meinung. Es musste eine Lösung gefunden werden. Der Abend kam, ein Ausweg war nicht in Sicht. Der Gemeindesaal war berstend voll, denn die Sache mit den Kindern hatte im Dorf ziemlich schnell die Runde gemacht. Drei Könige kamen zum Jesuskind, prächtig gekleidet. Dann zögerlich noch zwei weitere, ein blasses Mädchen und ein magerer Junge. Beide trugen normale Kleider, aber auf ihren kahlen Köpfen eine wunderschöne Krone. Sie knieten neben der Krippe mit dem Jesuskind nieder, zogen die Kronen ab und der Junge sagte mit zitternder Stimme: Liebes Jesuskind, wir möchten dir so gerne etwas schenken, aber wir haben nichts Wertvolles. Deshalb bringen wir dir unsere Kronen, aber sie sind nicht aus Gold. Wir bringen dir unsere Herzen, aber sie sind voller Angst. Wir bringen dir unser Leben, aber wir wissen nicht, wie lange es noch dauert. Die Antwort auf Weihnachten, auf das Kind in der Krippe, kann nur das Gebet sein: Ich bringe dir mein Leben, mein Herz, meine Krone. Ich lege alles vor deiner Krippe nieder. Wir werden jetzt eine weitere Strophe von dem Lied »Ich stehe an deiner Krippe« singen. Und wenn du willst, dann kannst du diese Strophe als Antwort singen. Als Antwort auf das Kind in der Krippe, an diesen herrlichen Gott. Amen.